Ja, mein Name ist Björn Peters, Britta hat es gesagt. Ich arbeite viel mit Politikern zusammen. Ich bin auch so ein wissenschaftlicher Direktor vom Aktionsbündnis Energie und Naturschutz. Das ist so ein unternehmerorientierter Zusammenschluss von Leuten, die sich sehr um die Energiepolitik sorgen und die möchten, dass die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts mit den Möglichkeiten der Technik des 21. Jahrhunderts gelöst werden. Wir haben in letzter Zeit jede Menge Indizien bekommen, dass wir es schaffen werden, diese Kernkraftwerke am Netz zu halten. Zum einen hat das Bundesforschungsministerium mit dem Bundeswirtschaftsministerium, beide CDU geführt, eine im Rahmen des 7. Energieforschungsprogramms, das ist ein 6 Milliarden Euro teures Projekt der Bundesregierung, das schon über viele Jahre läuft, haben ein kleines Programm mit einigen zig Millionen aufgelegt, da geht es um Reaktorsicherheitsforschung, aber sie sagen, sie wollen den Kompetenzerhalt fördern. Sie wollen, dass junge Leute auch an neuen Reaktorkonzepten forschen, damit sie ja nachher mal die anderen besser beurteilen können. Aber man kann eigentlich nicht an neuen, noch nicht kommerzialisierten Reaktorkonzepten forschen, ohne sie selber mitzuentwickeln. Also das ist eigentlich so eine Art trojanisches Pferd, sehr klug gemacht. Man hält sich an die Energiewende-Rhetorik, aber am Ende macht man vielleicht doch das Vernünftige und das Richtige. Zweitens, ich habe mit einigen CDU-Politikern aus dem Präsidium und mit ein paar FDP-Politikern Kontakt gehabt. Die wollen nicht, dass wir unsere Forderungen, wir teilen die nämlich, ein Wiedereinstieg in die Kernkraft und vor allem eine Rettung der existierenden Kernkraftwerke, sie wollen nicht, dass wir vor der Wahl drüber reden. Und nach der Wahl wird es vielleicht ein bisschen anders. Und interessanterweise, auch die Grünen, von den Grünen hört man das Gleiche, die wollen nicht vor der Wahl über Kernkraft reden. Sie wollen nicht, dass irgendjemand das total pusht und in den Vordergrund stellt, weil dann müssten sie ja irgendwie reflexhaft reagieren. Wollen sie aber gar nicht, weil sie nach der Wahl die Laufzeitverlängerung beschließen werden. Das ist der einzig logische Grund. Und was ich jetzt auch sehr bemerkenswert fand, in den letzten 4 Wochen gab es in der Süddeutschen, im Stern, im Spiegel und in der Zeit jeweils Meinungsartikel, die sich ganz klar ausgesprochen haben für Kernkraft und gesagt, das ist der Elefant im Raum der Klimadebatte, das hieß eigentlich immer das, mehr oder weniger das Gleiche. Und selbst Gottvater Theo Sommer ist von seinem Thron herabgestiegen, also der lang, jahrzehntelange Herausgeber der Zeit, und hat genau sowas ausführlich beschrieben. Und warum macht er das? Warum machen die anderen das? Stern und Spiegel werden, von wem wir das gelesen, das ist typischerweise das linksliberale Bildungsbürgertum, also sprich Grünen Wähler, Linken Wähler, SPD Wähler. Ja, ich interpretiere das so, dass die eingestimmt werden sollen auf eine Laufzeitverlängerung. Und die wird nach der Wahl, glaube ich, ziemlich sicher kommen. Aber ich wollte noch einen anderen... Genau. Ich glaube, das ist unser Erfolg. Das haben wir geschafft, indem wir immer wieder die richtigen Argumente hervorgebracht haben, die jahrelang ignoriert worden sind. Als ich vor 3 Jahren haben wir die Nuclear Pride Coalition gegründet. Und ich weiß noch, ich war dann auch in der Zeit im Herbst in München auf einer Energiekonferenz, ich glaube Stadtwerketagung, und so im Smalltalk mit einem der Redner und sowas habe ich dann halt gesagt, ich engagiere mich hier auch für die Kernkraft, ich glaube, die werden wir brauchen, wir können nicht auf sie verzichten. Hat er gemeint, aber Herr Dr. Peters, das ist doch ein völlig abseitiges Thema, also damit werden Sie doch gar niemand hinterm Ofen hervorlocken. Aber siehe da, ich glaube, wir sind ziemlich nahe dran. Das Interesse der Medien ist gewaltig. Die Journalisten beschäftigen sich seit Jahrzehnten zum ersten Mal wieder mit Kernkraft und das ist auch gut so. Und jetzt gibt es noch einen weiteren Aspekt, auf den ich gerne eingehen würde. Herr Lemmer, Sie hatten gesagt, dass die ganze Politik denkt jetzt nur in Richtung Energiewende. Aber warum ist das so? Es liegt auch daran, dass unsere Forschungslandschaft irgendwo die falsche Abzweigung genommen hat und völlig korrumpiert ist und nur noch macht, was
im Rahmen der Energiewende geforscht werden soll. Das ist jetzt erstmal eine dicke Behauptung, aber ich möchte sie auch gerne kurz begründen. Genau in diesem Aktionsbündnis Energie und Naturschutz haben wir uns die Agora-Studie vorgenommen, mit der ja bewiesen worden ist, angeblich, dass es ein Kinderspiel ist, bis 2045 Klimaneutralität zu erreichen. Und es würde dann, die würde ja dann auch zur Grundlage der Regierungsentscheidung, den die Klimaneutralität von 2050 völlig widersinnig auf 2045 vorzuziehen. Weil wenn man das nicht europaweit macht, dann bringt das einfach nichts. Aber das war, dieser Aktionismus ist Programm. Und warum ist die Wissenschaft bereit, so weit zu gehen, das alles vorzubeten? Das Problem ist, es werden nicht die richtigen Fragen gestellt. Das ist so ein bisschen wie, wir planen jetzt einen bemannten Marsflug. Wir rechnen aus, okay, genügend Treibstoff an Bord, lass uns losfliegen. Wir haben aber nicht geprüft, ob wir auch genügend Sauerstoff an Bord haben, genügend Nahrung an Bord haben und genügend Unterhaltung haben für einen zweijährigen Flug. Und genau das machen diese Studien. Es gibt keine einzige Energiewende-Studie, in der mal vorgerechnet wird, um 100.000 Windräder zu bauen, brauchen wir die und die Mengen Zement, Stahl, seltene Erden. Das sind eben auch hunderttausende Tonnen, bloß die gibt es am Weltmarkt pro Jahr nur ein paar zigtausend Tonnen. Und das interessiert keinen, also die Frage wird nicht gestellt. Deswegen, wenn man eine Frage nicht stellt, bekommt man natürlich auch keine Antwort. Warum glaubt ihr nicht, dass hier und da eine Lücke ist? Wir haben denen 2 Wochen Zeit gegeben, die haben sie auch genutzt. Gestern vor einer Woche haben sie uns eine Antwort geschickt, bei der sie die wesentliche Frage völlig übersehen haben, nämlich genau die nach den 4 Bilanzen. Kommt ja noch die Kostenbilanz dazu. Interessiert die gar nicht. Interessiert überhaupt nicht. Sie kriegen ihr Geld. Es ist ein öko-industrieller Komplex, der sich den Staat zur Beute gemacht hat, weil sie, was Agora schreibt, wird Gesetz. Und in dem Gesetz steht dann auch drin, wie die Agora wieder Geld bekommt vom Staat. Da geht es nicht um Peanuts, da geht es um zig und hunderte von Millionen. Wie viel hunderte Millionen aus diesem Energieforschungsprogramm sind eigentlich in den Taschen von diesen NGO gelandet und diesen Fake-Scientists, die Wissenschaft nur simulieren und so tun, als wäre das alles ein Spaziergang. Das Ergebnis ist, wir wissen überhaupt nicht, niemand weiß und kann vorhersagen, ob wir das Ziel der Energiewende überhaupt erreichen werden. Und schon gar nicht ohne Kernkraft, weil die sagen sie auch, Kernkraft ist ja politisch abgeschafft, deswegen können wir sie nicht einbeziehen. Sehen wir aber zum Beispiel CCS, also Carbon Capture and Storage, ist auch letztlich gesetzlich verboten, aber das haben sie in ihrer Studie drin. Also warum dann nicht das eine? Und das Beste war, sie haben dann das begründet, ja, Kernkraft ist ja zu teuer und zu gefährlich und haben dazu eine DIW-Studie herangezogen. Und wie sich der Zufall ergibt, genau über diese Studie haben Anna-Veronika Wendland und ich mal einen begutachteten Fachartikel geschrieben und gesagt, das ist Fake Science. Das ist weit weg von allen wissenschaftlichen Standards. Und diesen Skandal, den werden wir jetzt in den nächsten Wochen weitertreiben. Letzten Montag war da ein schöner Artikel in der FAZ dazu. Die haben das exklusiv, die Ergebnisse bekommen. Wir haben auch gewartet, bis die das haben und bis die ordentlich drüber schreiben. Ich war mittlerweile mit einigen Medienvertretern in Kontakt, freue mich über weitere Vermittlungen von Medienvertretern, um diesen Skandal einfach mal auch jetzt vor der Bundestagswahl nochmal zu bringen, dass wir im völligen Blindflug die Energiewende angehen. Und das ist ein weiterer Grund, warum wir dringend diese Kernkraftwerke nicht abschalten müssen. Das ist so die Rückversicherung, wenn es halt zufällig doch nicht klappt mit der Energiewende, was ja völlig unerwartet käme, so genauso wie in Afghanistan, dann könnten wir wenigstens noch hier auf gesicherte Leistung zugreifen. Vielen Dank.